Da bist du ja. Verrückt. Was ist denn los? Ich stehe hier schon seit 10 Minuten am Bootsteg und halte diese Boards fest. Ich soll doch noch die Pflanzen kaufen. Du wolltest doch noch eine neue, wie heißt das Ding nochmal hier? Sellerieknolle. Ja. Tja, leg die mal auf den Stuhl. Wir brauchen die Stühle heute nicht. Schon wieder nicht? Nein. Das ist doch doof. Aber guck mal, was ich noch gekriegt habe hier. Haben die mir mitgegeben? Was sind das überhaupt? Granatapfel. Verrückt, noch nie gehört. Die anderen Sachen auch. Peter, komm erst mal aus dem Wasser. Du stehst da mitten im Wasser. Komm mal auf den Steg rauf. Warum den Steg? Ich hab doch nicht umsonst heute hier zwei Boards liegen. Wir wollen doch heute aufs Wasser gehen. Heute ist doch Kanu. Genau. Zack. Jetzt hab ich's verstanden. Das ist aber auch mal kompliziert. So, pass auf, dein Paddel steht noch hier auf an deinem Liegestuhl. Nimm dir das mal. Mhm. Paddel, aha. So. Das ist dein Board hier. Und das ist meins. Wir springen mal gemeinsam rauf. Versuch mal, jetzt noch nicht ins Wasser zu gehen. Also das Ganze auszubalancieren. Rumpfspannung aufbauen bei 3. 1, 2 und 3. Ganz schön wackelig, ne? Wackelt, ja. Pass auf. Stell dich mal schön hüftbreit hin. Wollen wir noch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen? Gute Idee. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute auf dem Wasser und haben uns das Thema Kanufahren vorgenommen und laden euch ein, mitzumachen. Also wenn ihr so einen Besenstiel zu Hause habt, ist es super. Wenn nicht, geht auch irgendwas anderes. Wir legen los. Okay, also wir stellen uns hüftbreit hin. Mhm. SUP, Stand-Up Paddling. So. Wie soll ich das denn fassen jetzt hier? Du fährst von oben aufs Paddel. Ja. Ich nenne es jetzt mal Paddel. Ja. Und mach das mal mit der linken Hand. Wir fahren auf der rechten Seite erstmal. So wie so ein Spaten. Wie ja. so ein Spaten, ja, genau. Sag doch, ich bin doch ein ganz gewandert. Und jetzt gehst du so ganz leicht in die Kniebeugung, spannst den Bauch ein bisschen an und ziehst erstmal einfach durch. Wir wollen mal nicht zu... Auch ihr zu Hause. Ja. Wichtig ist eben die Rumpfspannung, dass der Oberkörper nach vorne eingesetzt wird. Und der häufigste Fehler ist eigentlich, dass man vorne so liegen bleibt. Und das wollen wir nicht. Und Peter, versucht jetzt auch gar nicht so wippen zu fahren, sondern wirklich die Knie leicht einzubeugen und das so. Unter einer gewissen und Spannung zu halten. Ja, ein bisschen mehr in die Streckung gehen. So, ja. Die ganze Zeit? Ja, schön von vorne. Und genau, lang von vorne und dann Armpaddel aufrichten, genau. Und dieser Zugarm, also der rechte in dem Fall, ist jetzt immer schön gestreckt. Also nicht hinten auch nicht einbeugen? Ja, so am Körper, am Bein nimmst du das Paddel wieder raus. Du, ich habe das Fahrrad gar nicht angeschlossen. Das macht nichts, hier ist völlig sicher alles. Linke Seite mal, wir wechseln einfach mal auf die linke. Ja, nur nicht, dass wir zu weit rausfahren, weißt du? Ja, du hast ja schon gesehen, wir kommen ja einfach nur auf die linke Seite vom See, wenn wir das Ach, so weiter. Was ich jetzt noch wissen wollte, wenn wir jetzt nur rechts gepaddelt haben, sind wir ja im Kreis gefahren, oder? Ja, das stimmt. Deswegen lass uns doch mal so ein bisschen versuchen, geradeaus zu fahren. Du suchst den Punkt schön vorne, such dir doch den Baum da hinten oder die Kirche. Und jetzt fährst du immer zweimal links, 1, 2 und zweimal rechts. Und dieser Wechsel ist gar nicht so einfach. Links, links, das habe ich mal bei der Söhne der großen Bären gesehen. Glaube ich, da Winnetou hat das immer gemacht. Links, links und rechts, rechts. Genau, und für euch zu Hause... Ach nee, das war Gojko Milic. Egal. Konzentrier dich, dass du nicht reinzupfst. Ganz wichtig auch, die Übung absichern. Also wenn man jetzt auf so einem Board steht, wie wir hier, dann ist es gut, wenn man sich auf das Paddel stützt und so immer so von vorne nach hinten so ein bisschen, man kann sich sogar aufs Wasser so ein bisschen rauflehnen, indem man das Gewicht so verlagert. Und wenn man mal unsicher wird, ist das eigentlich der wichtigste Punkt, behalt das Paddel in der Hand. So, wir wechseln mal auf die Technik Kanadier fahren. Linkes Bein mal nach vorne stellen, das rechte nach hinten. Links, rechts, ja. Versuch mal so, wir knien uns jetzt mal nicht ganz hin, wir machen da auch gleich eine Übung draus, die für unsere Beinmuskulatur gut ist. Ob ich das schaffe. Auch für euch zu Hause, versucht wirklich das hintere Bein schön einzubeugen, fast in so einem 90-Grad-Winkel, das vordere auch. Jetzt fangen wir wieder rechts an. Wie ein Spaten wieder. Wie ein Spaten wieder, genau. Ja. Und jetzt wieder den Oberkörper so nach vorne. Und Armpaddel wieder aufrichten. Zack.
Muss ich ein bisschen mit reingehen vor oder muss ich ganz... Nimm den Oberkörper schön mit rein. Aber die Beine bleiben stabil. Die beiden Beine bleiben jetzt mal stabil. Beim richtigen Kanadierfahren kniest du ja auf einem Kniekissen. Also ich bin jetzt gar nicht so weit unten wie du. Gott. Okay, komm, wir lockern uns mal kurz. Gehen mal in die Uhrhalter, auch ihr zu Hause. Einfach mal Rotation nach links und nach rechts. Ich dachte, wir machen auf links einatmen und rechts ausatmen. So einen schönen Strandausflug, aber das ist ja... Versuch die Schultern hinten schön zusammenzuhalten, genau. Oh Gott. Und trotzdem die Beinstellung zu halten. Das ist eben viele Übungen aus dem Kanusport sind eben sehr gut für unsere Rumpfmuskulatur. Einatmen. Geht auch ganz schön auf die Beine, ne? Ich kann nichts mehr sagen. Okay, noch ein letztes Mal. Links einatmen. Rechts aus an. Okay. Kurz mal lockern. Oh. Ja. Und die andere Seite. Rechtes Bein vor, linkes nach hinten. Wir nehmen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich wieder ganz viel im Garten machen musste? Was hast du denn gemacht? Ja, mir tut alles weh. Mach nicht so, wir fahren ja nicht so weit mehr. Okay. Langziehen. Und langziehen. Und merkst du, wir sind sehr synchron. Weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Ich habe jetzt Hasen. Also echte Hasen. Zum Streicheln oder zum... Ja. Für die Kinder? Ja. Die leben so auf dem Balkon, haben einen schönen Hasenstall. Und was sagt der Mark Kleberger Fuchs dazu? Die sind gut geschützt. Oh, da fand ich gleich was. Also, geh mal in die leichte Beugung. Ja. Das schon sehen. Die heißen der Fuchs alles kann. Fiete und Lotte heißen die. Und wie ist es jetzt bei dir? Ich bin irgendwo angefahren. Wir müssen uns konzentrieren. Wir waren nimm mal deinen Fuß vorne gerade. Und auch für euch zu Hause, jetzt ist es so, wir haben immer eine Schokoladenseite. Und vielleicht sieht man das jetzt bei uns beiden auch. Meine Seite ist das zum Beispiel auf der rechten Seite. Fühle ich mich wohler. Und vielleicht habt ihr das jetzt zu Hause auch, dass ihr merkt, okay, das geht irgendwie links nicht ganz so gut wie rechts. Hat im Übrigen nichts mit rechts und links Hände seitig zu tun. Ich komme schon ganz aus der Puste. Einmal noch, Peter. Komm noch mal zusammen einmal. So ein ganz lang. Ja, so ein ganz lang. Und nicht vergessen, den Oberkörper aufrichten. Jawohl. Okay. Oh Gott. Lockern uns mal ein bisschen. Gut hier im Bein. Wollen wir noch eine Runde Kajak fahren? Was ist denn das? Kajak? Ich erkläre es. Haben wir gerade gemacht? Das war Kanadier. Ach, Kanadier. Vorsichtig hinsetzen. Man kann jetzt dabei auch reinfallen. Und das Paddel immer schön breit, habe ich gelernt, damit man nicht reinfällt. Genau. Und ach, das ist Kajak. Genau. Und jetzt nicht mehr wie ein Spaten, sondern in der Mitte fallen. Wir fassen so ein bisschen weiter als Schulter. Mach ruhig ein bisschen breiter, genau. Und auch für euch zu Hause, versucht richtig schön gerade zu sitzen. Als wenn ihr den Stock eher so im Rücken habt, also wirklich gerade sein. Und wir fahren einfach mal los, fahren mal links an. Genau. Und was man jetzt dabei auch ganz gut trainieren kann, ist, und deswegen ist es auch mit dem Besenstiel wichtig, relativ breit zu fassen, den Oberkörper in so eine Rotation zu bringen und das Paddel möglichst steil einzusetzen. Also, ich sag mal jetzt, du kennst ja diese Faltboote. Hatte ich mal eins. Hattest du mal eins? Hab ich verkauft. War viel zu eng für mich. Du bist wahrscheinlich eher so gefahren, ne? Und schon allein nicht anders. Genau. Man muss ja seine Ellenbogen ablegen. Aber das sind ja Rennboote, wo wir hier drauf sitzen. Ach so. Also, wir fangen auf links an. Und jetzt gleich noch eine kleine koordinative Aufgabe für dich und auch für unsere ZuschauerInnen. Wir ziehen links durch und ziehen das linke Bein nach vorne durch. Also, weißt du, links Knie strecken, rechts. Und nicht nur die Füße, sondern wirklich auch ein bisschen mit deiner Ferse über die Matte nach vorne wandern, weißt du? Links, rechts, eher so streck, dass du das Bein einmal, zack. Das bin ich so einfach, ne? Das bin ich anders als du. Mach mal langsamer. Ganz langsam. Also wir ziehen links durch. Und strecken rechts. Linkes Bein strecken. Linkes Bein strecken? Das macht man deshalb, weil man, wenn man im Boot sitzt, die Kraftübertragung dadurch steuert. Okay, los geht's. Okay, also links durchziehen, links strecken, rechts strecken.
Ja, und versuch dich noch mal ein bisschen aufrechter zu setzen. Ja. Aufrecht. Ich merke, ich mache relativ viel andere Sachen. Ich bin nicht so stabil. Also, zack, schön aufrecht. Richtig gerade machen, auch ihr zu Hause. Den Rücken gerade machen, dabei fast schon ein bisschen übertreiben. Gerade. Und dann zieh. Links, rechts, links, rechts. Okay. Kurze Pause. Da habe ich mich immer so ein bisschen vorne hingelegt. Wir dehnen uns ein bisschen. Wir sind ja stabil. Genau, Füße richtig schön durchstrecken. Fuß ein bisschen, also die Knie durchstrecken, Füße zum Körper ranziehen. Und jetzt mal langsam so nach vorne. Tief ein- und ausatmen. Okay, hier auf dem Wasser können wir das nicht zu lange machen. Das merkst schon, der Wind kommt noch ein bisschen auf hier. Kleine Sache habe ich noch. Ja. Wir machen jetzt einen Dreier-Rhythmus. Ich erkläre es einmal. Also eins, zwei, drei. Ne? Mhm. Also nochmal, wir machen es dann. Eins, zwei, drei. Und dann gibt es einen Tipp. Und zwar immer auf der gegenüberliegenden Seite. Das machen wir deshalb, weil wir den Oberkörper in so eine Rotation bringen wollen. Okay. Auch für unsere Wirbelsäule ist das super wichtig. Wir fangen mit links an. Eins, zwei, drei. Und jetzt Tipp. Eins, zwei, drei und tipp. Eins, zwei, drei und tipp. Ja, jetzt war ich selbst nicht. Okay, wir versuchen nochmal von vorne. Ganz schön viel, ne? Ja, ja, ich. Aber es wackelt auch immer. Es wackelt noch zusätzlich. Und auch hier wieder, wenn beim Wackeln nie das Paddel aus der Hand lassen, sondern so absichern, ja? Du kannst dich. Guck mal, du siehst ja bei mir, mein Boot kippt gar nicht um. Nö. Und ich lehne mich richtig aufs Paddel. Soll ich mal auch mal probieren? Ja, lehn dich richtig drauf. Ja, klappt. Und wichtig ist, die breite Paddelfläche eben so zu nutzen, dass man nicht ins Wasser fällt. So, nochmal, los geht's. Eins, zwei, drei, tipp. 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 Ein letztes Mal. Sehr gut. Fühlt sich schwer, so gerade zu sitzen? Ja, hier. Ist alles verkürzt. Alles verkürzt, ja. Und viel im Schreibtisch arbeiten. So, wie sieht's aus? Ist dir warm geworden? Also, ich schwitze total. Ehrlich, dass ich dachte, so ein bisschen Paddel, schön gemütlich. Aber mit dir geht das anscheinend nicht. Wollen wir mal reinspringen? Ins Wasser? Ja. Na klar, na los. Los, komm. Legst Paddel aufs Board, dass es nicht wegschwimmt. Ganz vorsichtig aufstehen, habe ich gelernt. Ja, erstmal ausbalancieren. So, spring mal rein, oder? Warte kurz, wir verabschieden uns noch. Ach ja, stimmt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Von unserer Seite folgende drei Empfehlungen. Geht schwimmen, esst Pflanzen, kommt zum Hochschulsport. Na dann, haben wir alles gesagt. Los, auf geht's. Eins, zwei und...